ist sie, die Konkurrenz, und zwar voller Erwartungen. Der Anblick des Schlosses scheint die Fantasie zu beflügeln und den Appetit. Also ich hoffe, dass ein ganzes Schwein auf so ein Wildschwein irgendwie so wirklich so auf den Tisch legt und wir dürfen da so richtig reinhauen. Also sowas würde mir richtig gefallen. Obelix, der eine kriegt Wildschweingelüste. Was erhoffen sich die anderen? Ja, es ist so, wie man sich das als kleines Mädchen im Traum vorstellt. Das Einzige, was fehlt, ist eigentlich der Ritter auf dem weißen Junge Pferd. Auf dem weißen Pferd. Auf so einem weißen nicht mehr. Hengst. Na dann, willkommen in der Wirklichkeit bei Märchenfee Maria. Boah, was für geil. Das ist ja immer wichtig. Hallo ihr Lieben, hier oben. Hallo. Hallo. Ja, herzlich willkommen auf Schloss Berlips. Ich lasse euch mal rein. Na, Rapunzel, Rapunzel. Lass deine Spaghetti Haare ab. Schon unterwegs. Dein Ernst jetzt? Radi, du bist sportlich. Oh. Nee. Ich bin mal gespannt auf die Nummer hier. Nee, jetzt ohne Scheiß. Der wagt das echt? Ja, sieht so aus. Das wirklich? Jetzt aber. Hopp. Hopp. Halb oben ist auch spitze. Boah, der hat's aber drauf. Das Haar von Rapunzel, sehr geschmeidig, reißfest. Also so, wie sich das eigentlich mal, so wie das dazu gehört. Ich weiß gar nicht, was er überhaupt hat, der hat doch gar keine. Ist doch geil, die beiden da. Die beiden. Ja, Hammer. Okay, ich glaube, ich komme dann noch mal lieber runter zu euch. Bis gleich. So, Schluss mit lustig. Der Wettkampf steht in den Startlöchern. Hallo, wie geht's euch? Herzlich willkommen auf Schloss Berlips. Jetzt aber mal Tacheles, Maria. Was ist der Plan? So, den vier Leuten zeige ich heute mal, wie man auf einem Schloss speist. 650 Jahre Geschichte stecken in diesen Gemäuern. Das lässt auch den coolsten Polen nicht kalt. Der Eindruck war schon sehr gewaltig. Schön rustikal, also mit einer schönen Decke und einem Steinkamin, ne, was man da so eigentlich mal nur aus den Filmen kennt. Also geniale Kulisse für so ein, ja, für so ein Dinner. Ne. Geschäftsführer Fabian von Berlepsch gibt sich die Ehre. Jetzt kommt der wirkliche Graf. Nein, Baron, muss ich sagen. Gut aussehender Mann, kann man wirklich sagen, ne? Darf man auch sagen. Ja, eine fürstliche Ausstrahlung. Hatte schon was, auch. Ja. Schloss Berlepsch ist sozusagen der Stammsitz unseres Berlepscher Geschlechtes. Und wir freuen uns unheimlich, dass ihr unsere Gäste seid und werden uns große Mühe geben, euch köstlich zu bewerten. Besser ist es, denn hier zählt heute nur eine Währung und die heißt Punkte. Los geht's mit der Karte. Irgendwelche Auffälligkeiten? Stilvolle Karte, ne? Schöne alte Schrift. Mich hat ein ganz, ganz bisschen so dieses Altdeutsche ein bisschen gestört. Es ist ein bisschen unleserlich gewesen. Ja, finde ich, das ist logisch. Da mache ich so einen Schriftzug so. Ne? Das ist in Ordnung. Da passt das hin. Hier haben wir gebratenes Zwischenrückenstück vom Rinderviech mit Blaubeer-Tunte oder was da steht? Tucke? Tunke? Ja, Tunke. Tunke. Soße. Hätte Serviceleiterin Leni aber auch verraten. Dafür nimmt sie jetzt die Bestellungen auf. Im Schloss tut sich was. So, jetzt geht's erstmal zu den Festspielen, ne? Laura, Martin, auf geht's. Die Küchenexpedition startet und überrascht sofort. Hallo, Patrick. Ich bin der Martin. Hallo. Patrick, hallo. Hi, Laura. Patrick. Ja, erstmal willkommen in der kalten Küche. Ja, das finde ich ja stark. Jetzt ist da kalte Küche, das ist der Gardemanger, ne? Der Marco überlässt das Feld auch seinen Kollegen, Mitarbeitern. Das zeugt natürlich schon von Team Spirit. Ne? Was machen wir denn eigentlich heute für eine heute Vorspeise? Heute machen wir Ringelbeete-Carpaccio mit geräucherte Forelle, mit Lachskaviar und Sahne-Meerrettich. Ringelbeete kenne ich. Es schmeckt halt so ein bisschen wie Kohlrabi-Radieschen. Deswegen muss man das auch nicht kochen, bevor man es isst, sondern kann es schon roh essen. Die von und zu Konkurrenz schaut Vorspeisenkoch Patrick ganz genau auf die Finger. Mit welchem Fazit? Er hat sich sehr viel Mühe dabei gegeben, das alles haarklein auf den Teller zu bringen. Nimmt sich Zeit dafür. Aber das ist super. Diese Hektik hat in der Küche eh nicht zu suchen. Jetzt machen wir ein Dressing. Zuerst nehme ich den Senf. Ganz normaler Handelssenf. Genau, das ist ein stinknormaler Tafelsenf. Jetzt Weißweinessig. Olivenöl. So. Und zum Schluss
nehme ich Honig. Bisschen Salz, bisschen Pfeffer dran. Kann man schon machen so. Zu einer Emulsion verquirlen und die Ringelbeete bauchpinseln. Jetzt kommt der Fisch. Das ist eine schöne Forelle, die ist aus dem Freilandgehege. Mhm. Die ist geräuchert mit Buchenholz. Die kommt aus Bremen. Hat einen weiten Weg, aber qualitativ wirklich. Die duftet schon bis hierher. Was gut riecht, soll auch gut aussehen. Also zaubert Patrick mundgerechte Filetstücke. Was dann? Jetzt machen wir noch Meerrettich, Sahne-Meerrettich. Den haben Fettfische wie Forellen besonders gern. Und jetzt kommt das i-Tüpfelchen. Dann haben wir einmal hier den Lachskaviar. Wo habt ihr den her, den Kaviar? Ist das besonders guter? Oder? Nein, also das ist kein schlechter Kaviar, aber es ist okay. Muss ja auch qualitativ hochwertiger Kaviar. Naja, jetzt macht den Mann nicht so schlecht. Das ist auch so ein Tiefstapler, der junge Mann, ne? Also ich stehe komplett auf Lachskaviar. Noch geiler finde ich einen Saiblingskaviar. Ja? Finde ich viel besser wie den Originalkaviar vom Stör. Ich finde, die Speise passt hierher. Na, hat sich was dabei gedacht. Es sieht wirklich hübsch aus. Die Zutaten sind gut ausgewählt. Für mich ist das stimmig. Optisch spitze. Aber ob die Vorspeisen auch im Geschmack überzeugen, muss sich noch zeigen. Da ist es. Das Carpaccio von Ringelbeete und Forelle geht an Enzo. Also jetzt mal wirklich, schaut doch schick aus. Nicht irgendein, sondern ein gräflicher gemischter Salat ist Martins Wahl. Auch Vladi startet grün. Er testet einen grünen Salat mit Putenbruststreifen. Und Laura hat sich für eine Bärlauchcremesuppe mit Garnele entschieden. 12,50 ist ein stolzer Preis, eine Garnele. Das wird zur Diskussion kommen, schätze ich. Vor einer möglichen Diskussion ist erstmal konzentriertes Reinhauen angesagt. Kurze Unterbrechung. Laura, was kann das Süppchen? Meine Bärlauchsuppe fand ich geil. Mhm. Ich hätte mich gefreut, wenn vielleicht ein, zwei Garnelen mehr hätten drin schwimmen dürfen. Vielleicht eine Garnele noch dazu oder so. Oder vielleicht 11,50. Aber Garnelen kosten einfach Geld. Und hier scheint einfach jemand von Warenwirtschaft was zu verstehen. Und ich habe noch Erinnerung, dass das der Herr Baron persönlich macht. Und der wird eiskalt rechnen. Und die Suppe ist von der Konsistenz her genauso, wie eine Suppe sein sollte. Also sie ist einfach nicht zu flüssig und nicht zu dick. Ist schön viel frischer Bärlauch mit drin, wie man hier an den kleinen grünen Stückchen sieht. Und ist von den Gewürzen her echt sehr lecker abgeschmeckt. Mir gefällt es sehr gut. Und jetzt haben wir den Salat. Besser gesagt, Vladi hat den Salat. Kann die Vorspeise punkten? Also Salat war sehr gut. Schön fein geschnitten, sehr bunt. Auch mit Kresse, Putenstreifen. Das Fleisch ist schön gebraten, aber auch weich. Mir gefällt also und schmeckt der Salat, so wie es ist. Also Orange Curry Dressing ist, Orange schmeckt man auf jeden Fall heraus. Also ein bisschen mehr Curry konnte ich mal vertragen. In einem Ambiente dieser Art am Abend brauche ich jetzt keinen Salat mit Putenstreifen. Ne? Aber hier ist hervorzuheben, dass das wirklich schöne, frische Blattsalate sind. Eine große Vielfalt an Salaten, muss ich sagen. Ein schönes Dressing mit einer guten Überlegung. Orange Curry höre ich. Alles in Ordnung. Ich bin nur bei dem Thema Salat, Putenstreifen mache ich schon. Das Gegenteil von Langeweile steht dagegen jetzt Team Schloss Berlepsch bevor. Wie hat's euch denn geschmeckt, die Vorspeise? Also wenn ich anfangen darf, ich habe eine Kleinigkeit und zwar Forelle auf Ringelbeete. Wo hakt's, Enzo? Heute Forelle. Sie war wirklich, also wenn du sie ohne Soße probiert hast, war sie wirklich ein bisschen Trockenheit im Mund, ne? Was ich so ein bisschen schade finde. Bisschen zu lange geräuchert vielleicht oder so, das ist immer, die verliert natürlich ganz, die verliert einfach an dieser Saftigkeit, wie man eine Forelle im Frischen kurz gebraten so kennt, ne? Also das ist durchs Räuchern natürlich, ne? Flüssigkeit geht verloren, aber dafür hast du halt über diesen schönen Räuchergeschmack drin. Ne? Ja. Kann man dran arbeiten. Ja, denke ich auch. Auf jeden Fall. Aber sonst wirklich gut. Wenn Adel verpflichtet, müsste Martins gräflicher Salat eigentlich tipptopp sein. Ich hatte ja euren wunderbaren, schönen, bunten Salat hier. Viele Bestandteile hier, Paprika, Kresse, Radieschen, Champignons, alles drin. Einen kleinen Kritikpunkt, Dressing sollte ein Honig-Senf-Dressing sein. Das schmecke ich jetzt nicht. Ich würde dieses, weil ja Honig-Senf-Dressing steht, das würde ich vielleicht
mehr zur Geltung kommen lassen. Aber ansonsten würde ich mir den gerne wieder bestellen. Alles super, alles frisch, nur zweimal den Salat. Da ist für mich kein Schwierigkeitsgrad. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Jetzt bin ich gerade ein bisschen enttäuscht, weil ich hätte mir erwartet, dass dort bessere und andere Vorspeisen bestellt worden wären, um sie noch mal besser einzuordnen. Die zwei, die handwerklich dort sich präsentieren, sind nämlich richtig gut. Ich hoffe jetzt beim Hauptgang, dass dann einfach was anderes bestellt wird, wo man diese Handwerkskunst sehen kann, weil die kochen richtig gut. Mit anderen Worten, ab zur Hauptspeise. Auf geht's. Attacke! In dieser Küche wird mit viel Liebe gekocht. Heute kommt noch eine XL-Portion Kampfgeist dazu und neugierige Zaungäste. So, mein Lieber, was gibt es? Was kochst du uns? Tja, wir machen jetzt das Schweinefilet im Kräuterbiskuitmantel. Wir haben hier 14 Eigelb, dann sind 14 Vollei. Ja, okay. Ja, gleiche Anzahl circa. Daraus machen wir jetzt erstmal einen Teig. Also ich habe noch nie Biskuitteig gemacht. Also ganz besonders gut aufpassen, die Herren. Eieiei, und schon kommen Fragen auf. Du hast jetzt das Eigelb mit dem Vollei vermischt. Was hat das jetzt für einen Sinn? Zum einen wollen wir das Eiweiß natürlich für die Lockerheit nachher beim Backen. Und das Eigelb natürlich, um eine vernünftige Bindung zu haben. Wir wollen das ja nachher rollen. Also er soll nachher nicht bröckeln. Soll so ein fester sein, aber trotzdem luftig. Auch hier wird ein hoher Aufwand betrieben für dieses Gericht. Ne? Auch immer eine gute Idee, frische Kräuter. Markus' Wahl sind Dill und Petersilie. Kleingeschnibbelt wandern sie in die Eimasse. Als nächsten Schritt machen wir jetzt die Stärke und das Mehl. Das sieben wir jetzt ein. Ja, das Mehl sieben ist auch immer wieder richtig. Ne? Es sind immer kleine Klümpchen drin. So, und als nächstes dann jetzt die Stärke. Apropos Stärke. Enzos Hilfe ist wirklich rührend. Aber dann regt sich Armalarm. Oh, ich merke jetzt schon die Festigkeit, mein lieber Mann. Ne? Also, ja, okay. Enzos Arme dürfen wieder entspannen. Der Teig kommt auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Und dann geht's in den vorgeheizten Ofen. 80 Grad, 4 Minuten. So, weiter geht's mit der Farce. Da haben wir unsere Schweinefilets vom Händler meines Vertrauens. Okay. Top Qualität. So, und dann schneiden wir uns mal das Stück weg. So, hier schneide ich auch noch ein Stück von der Kette weg. Ja, das ist jetzt nicht die Halskette, sondern ne, am Filet ist dann quasi eine kleine Fleischkette noch. Die Abschnitte nehmen wir für die Farce. Okay. Und auch damit das nicht so lange dauert. Hast du es schon vorbereitet. Genau. Farce bedeutet Füllung und ist eine Masse, egal ob aus Gemüse, Fisch oder wie hier Fleisch. Ist nur Schweinefleisch mit den Abschnitten und ein bisschen fetter Speck. Hier habe ich Knoblauch, Pfeffer, Salz, Kümmel. Ein bisschen Salbei getrocknet und dazu kommt dann noch Eiklar. Und bei der Sahne gucken wir mal, wie die Masse, was man für sich. Okay, das machst du dann so ein bisschen nach Gefühl. Genau. Okay. Also ich mache mir nicht immer die Mühe, dass ich erst Hackfleisch mache. Ne? Ich schneide das Fleisch einfach klitzefutzi klein. Ne? Dann haue ich das in die Moulinette rein. Ne? Schön kalt, aber zu einem Eiswürfel vielleicht rein, ne? Damit das ja nicht zu warm wird, das Fleisch. Ja? Enzo schreibt im Stillen mit. Fleisch, kleingehackte Zwiebeln und die restlichen Zutaten alle zusammen in den Hochleistungsmixer. Los geht's. Und Attacke. Oh, die kann was. Jetzt gucken wir mal, wie die Konsistenz ist. Du willst jetzt eine Creme eigentlich haben, ne? Genau. Das ist ja eine Creme, ja. Ähnlich wie, sagen wir mal, es ist wie eine Leberwurst. Ja, okay. Und jetzt ist Endsport. Ja, jetzt bauen wir das Ganze zusammen. Yippie Kinder Bastelstunde. Auf die zugeschnittene Teigmatte verteilt Marco eine dünne Schicht Farce. Filetstück rein und aufrollen. Also ich das fertige Produkt, eine Rolle. Sah schon so ein bisschen aus so wie ja, wie ein Hotdog. Ja, jetzt machen sie sich ein bisschen lustig, ne? Das ist, da ist ein hoher Aufwand, der da betrieben wird. Ne? Das Ganze wird dann jetzt gebacken, dann nochmal nachgebraten. Das wird dann schön knusprig von außen sein, die Rolle. Das ist schon gut. Das ist wirklich gut. Für die Gäste nur das Beste. Das sehen die gleich hoffentlich auch so. Auf Schloss Berlepsch steht der Hauptspeisengang an. Lauras Wahl, kanadisches Rinderentricot mit Polenta Soufflé und grünem Spargel. Nach Mike testet jetzt auch Enzo das gebratene Kabeljaufilet auf Risotto. Das schaut jetzt mich noch ein bisschen besser an. Auf jeden Fall ist da noch ein bisschen Soße, ein bisschen Schlotzigkeit. Das ist ein bisschen alles saftiger. Das ist so, das ist noch mal besser geworden.
Gebratene Maispoularde mit getrockneten Tomaten und Bandnudeln geht an Vladi und Martin hat sich das Schweinefilet im Kräuterbiskuit bestellt.